Und dann gehe ich auf diesen Mann zu, auf die Menschenmenge. Daher. Wo das Licht des Herrn erstrahlt, verblassen Lüge und Zweifel. Das Licht des Herrn herrscht, wird die Ordnung nicht wanken. Und wo das Licht des Herrn wacht, weicht die Dunkelheit. Im Namen Braios, des ewigen Herrschers, des allsehenden Richters, des gleißenden Königs. Das Licht des Herrn, erfülle eure Herzen. Schreit die Leute fast an, als ob er es sie eintrichtern mag. Er wirkt irgendwie charismatisch auf euch, wie er da steht, auch wenn ihr seine Mundwinkel nicht sehen könnt, aber seine Augen strahlen so ein bisschen gülden und ach, ihr freut euch auch gerade einfach nur, dass ihr wieder Licht sehen könnt. Sankt Gilborn, ora pro nobis, protector contra magiam, ora pro nobis, domitor maleficarum, ora pro nobis, sanctus defensor priorum. Ora pro nobis. Ja, ihr könnt wohl hören, wie die Menschen irgendwie auch in so einen Singsang fallen und dann die Gebete von Novizen wiederholen. Also weiter singen und diesen Sonnensang anstimmen. So ein bisschen fröhlich. Aios, Richter der Götter, Fürst der Zwölfe, im Licht der Sonne, vor dem allsehenden Auge, bekenne deine Schuld. Ja, er schiebt sich die Adlermaske nach oben und lächelt euch an. Ich murmel mal so ein bisschen in mich rein, also so, dass wirklich niemand hört. Der hat doch einen Schlag. Hört, hört, rufe ich laut und klatsch die Hände. Ein Ordensbruder, willkommen. Ein Gänseretter. Danke, eure Hoheit. Seid ihr Ich bin Alduin von Alboin. Plegesaum? Alboin, sehr richtig. Es ist mir eine große Ehre. Wir kommen von weit. Bestimmte 2 Tage gereist. Willkommen im Sonnenland. Nun darf ich vorstellen, stell die anderen vor. Mein Schildträger Ado, er hat uns hierher gebracht. Er hat wirklich vortreffliche Arbeit geleistet. Zum Großer. Alduin starrt dich Hier. finster an. Du hast das Wir sind Gefühl, dass er hier. dich spüren kann. Wir sind hier. Nun, sollten wir das hier klären oder dürfen wir euch begleiten irgendwo hin, wo man Ich würde vielleicht mich sich sehr besser gerne mit unterhält? eurem Bannerträger unterhalten und ebenso mit eurem Herrn Magus, den ihr bei euch führt. Sehr wohl, euer Gnaden. Ich nicke. Ja, damit Verständlich. wendet er sich an die ja, 20 Leute, die euch sehr freudig, interessiert, neugierig anblicken, vielleicht auch so eine Spur an Verachtung, weil ihr neu seid. Noch weitere Leute erkennen, die jetzt wohl auch aus dem Gasthaus herausschauen oder aus einigen Fensterläden, die jetzt gerade geöffnet werden und ihr fühlt euch sehr beobachtet. Alboin von Bregelsaum geht dann etwas nördlich um die Schmiede herum, kleiner Feldweg, der dann hier in Richtung des Kerzenzieherhofes führt, wo ihr andere Bannstrahler erkennen könnt oder auch die angekündigten, sind das wirklich Geweihte von Praios? Auf alle Fälle wohl Streiter des Lichts, die hier im Kettenhemd stehen, vielleicht ehemalige Ritter oder sowas. Sehen vielleicht ein bisschen abgerissen aus. Ado, du hast ein sehr ungutes Gefühl. Scheint eure Herde im Griff zu haben, wenn man das so sagen darf. Ein sehr farbenfrohes Dorf. Sicherlich, wir vertreiben die Dunkelheit, sind erst seit geraumer Zeit hier und doch ist es uns gelungen, vieles zu erreichen, was die Belagerer von Werheim nicht vermögen. Dürft uns gerne anschließen. Ihr seid uns sehr willkommen, ein Ritter aus der Partien, ein Gänseritter, der sich doch weiß, die Traviamark zu verteidigen. Doch was ist mit euren Begleitern? Sie sehen finster aus. Nun, das sind gestandene Recken. Sie meinen das nicht böse. Bin ich mir sehr sicher. Ziemlich sicher. Was meint ihr, wir sehen finster aus? Ich nicke harmlos. Ich gucke immer noch so finster wie vorher. Also Alf schließt ein bisschen auf zu den Zweien vorne. Ihr wolltet mit mir sprechen, oder? Korrekt, ich würde gerne mit euch unter 4 Augen sprechen, beziehungsweise alleine mit mehreren Augenpaaren. Der Preios sieht alles.
Gut, dann folge ich euch. Ja, er begleitet euch dann. Es gibt hier so einen kleinen Brunnenhof. Ihr könnt links und rechts jeweils von euch Ställe erkennen, aus dem es dann auch ein bisschen Schnauben gibt von wohl Pferden. Einige Bandstrahler tatsächlich, die ihr erkennen könnt. Einer darunter, viele Frauen, die ihr wohl auch erkennen könnt. Vielleicht ein bisschen ungewöhnlich und wohl vor einer großen Tür zu einem der Gebäude stehen dann auch Paladine. Es sind auf alle Fälle sehr gestandene Recken, die etwas finsterer aussehen. Allesamt irgendwie in Gold oder in falsches Gold gekleidet. Zumindest sehr hell, sehr weiße Wappenröcke. Darf euch doch begleiten, selbstverständlich nehme ich an. Ich denke, wir haben keinerlei Geheimnisse voreinander. Wir nicht, sicher. Was sagt eure Hoheit? Hoheit, ich bin Illuminatus. Illuminatus von Verheim und so möchte ich auch angesprochen werden. Zumindest von euch, Magus. Natürlich. Sehr wohl, Illuminatus. Was ist mit eurem Hund? Ein Verheimer Bluthund. Der kann draußen bleiben, denke ich. Genau das mag ich doch auch meinen. Ja, natürlich. Sitz. Er schaut ganz besonders darauf, wie schnell dein Hund reagiert. Dein Gefahreninstinkt brennt so ein bisschen. Ich tätschle Mara mal über den Kopf und gebe ihr den Befehl, möglichst langsam zu sein bei ihren... was auch immer, also wenn ich ihr einen Befehl gebe. Würfel mal auf deine Ritualkenntnis. Alles klar. Natürlich nicht alle Tage und dein Hund weiß nicht, was das jetzt für eine Situation ist, auch wenn er natürlich spürt, diese Abneigung, intuitiv. Wie würfel ich denn da drauf? Unter Sonstiges, da müsste Ritualkenntnis stehen. Talente, Sonstiges. Alboin tritt an eine der Türen von dem Kerzenzieherhof heran, öffnet die Tür. Ihr könnt doch riechen. Hier riecht es nicht so nach den üblichen Verwesungsgerüchen, nach Krankheit. Es riecht nach Kerzen. Es riecht angenehm, mild. Hat wie gesagt seine Kappe nach oben geschoben. Kappe ist es nicht. Es ist eine Adlermaske. Hängt ihm jetzt so ein bisschen oberhalb des Kopfes. Und während Alboin dann durch eine Tür hindurchtritt und dann auch auf... er bittet erst Travigor zu sich. Kann die anderen für die Gastfreundschaft im Innenhof stehen bleiben. Wie gesagt, Travigor kann dann gemeinsam dann mit Alboin hineingehen in einen kleinen Raum. Alboin schließt dann auch die Tür und so sind die anderen im Inneren des Hofes. Auf der anderen Seite könnt ihr, wie gesagt, die Reiter erkennen, wie sie da stehen und murmeln und auch so ein bisschen verachtend ansehen. Was mögt ihr tun, drin, draußen? Ganz entspannt dastehen. Ich würde mal einen von den anderen anquatschen, die da so rumlaufen. Der ein bisschen dümmlich aussieht, aus meiner Warte. Also du merkst wohl, wie wohl einige so bekehrte Bauern sind, die sehr einfach aussehen und dann ja die Bandstrahler in Anführungsstriche, die Reiterschar. Ja, die Reiterschar schon eher, also es geht mir, also ich sag dir, was ich vorhabe, ich möchte gerne irgendjemand finden, der mir vielleicht was über den Gefangenen erzählen kann. Und das bringt ja nicht, wenn ich dann einen Bauern frage, ne? Also ich möchte mich einfach ein bisschen umhören. Mhm. So, nach Otto, hast du gehört hier, der eine und der soll ja 10 Männer umgeschlagen haben, bevor ich überwältigen konnte. entweder kannst du dann zu den Reitern hier gehen oder eben auch zu den beiden Paladinen, das würde auch möglich sein. Ja, aber was schätze ich denn? Soll ich den Menschenkenntnis würfeln? Du hast das, ja, Menschenkenntnis, das ist eine gute Idee, wollte ich gerade sagen. Ja, okay. Ich als Gesellschaftscrack. Also Ardo, du hast den brennenden Blick von Alwin gesehen und du glaubst, wenn Travigor jetzt rauskommt, dass du sicherlich wohl auch vor einem Inquisitionsgericht oder sowas stehen könntest. Vielleicht, wenn er Travigor so überzeugt, würde er sogar selbst als Ankläger dienen. Vielleicht erzählt er ihm gleich, wie du dann deinen Hund auf die Wache gehetzt hast an der Brücke. Oder auf mich? Jonah, du erkennst wohl, dass die beiden hier an der Tür Wache stehen und da würdest du tatsächlich dann auch
Vielleicht in dem größeren Raum, du weißt nicht, was dahinter ist, aber da würdest du Gefangene halten. Okay, also da ist die Frau und der Mann. Ich schlender mal zu denen rüber. Soll ich mich einfach ziehen? Ja. Machen die anderen auch irgendwas? Wollen die folgen? Wollen die unter sich bleiben? Wollen die gehen? Ich würde Fiona folgen. Ich habe ja auch einen Gefahreninstinkt. Hat er auch irgendwie getriggert bei Alboin? Ganz generell spürst du ein Unwohlsein, aber keine Gefahr, die dir droht. Zumindest nicht in erster Linie. Okay, aber ich habe schon gesehen, wie er zum Beispiel Ardo angeschaut hat. Ja, also sowohl Thjalf als auch Ardo werden sicherlich Probleme kriegen können. Weil währenddessen gehen Fiona und Thjalf dann auch auf die beiden Leibwächter zu. Die heben dann ihre Hand, haben die Schwerter natürlich an der Seite stecken, aber betrachten euch misstrauisch. Halt, keinen Schritt weiter. Ganz ruhig, wir sind gerade angekommen. Das haben wir wohl gesehen, war erst im Gruß. Alles grüße euch, ja. Es gab hier auf dem Weg einige Geschichten über euch, muss ich sagen. Und ich bin ja doch ein bisschen neugierig. Geschichten? Uns interessiert nicht, was der Pöbel denkt. Nicht der Pöbel. Nein, nein. Wir kommen, aus der Nähe von Wehrheim. Ein verfluchter Ort. Tatsächlich haben wir dort mit einigen Leuten gesprochen und mich interessiert, ich habe gehört, ihr habt einen Gefangenen. Wahrscheinlich sogar mehrere, so wie ihr aussieht. Ich guck mal an ihm runter und guck mal so ein bisschen, ja, als würde ich ihn stolz betrachten, aber so, ja, sieht gut aus, ihr seht gut aus. Da haben allerlei finstere Gesellen und Gesellinnen hier drin. Korrekt. Aber ich habe gehört, der eine, über den ich hier rede, da haben 10 Leute. 10 Leute hat es gebraucht, um den festzusetzen. Das war. Wenn wir jemanden festnehmen, dann brauchen wir immer nur einen, denn Prios ist an unserer Seite. Aber wenn jetzt Chor plötzlich gegenüberständ, was würdet ihr tun? Ich habe eine Frage an dich. Du bist Torvalerin, korrekt? Erkennst du Prios als den Götterfürsten an? Wenn du weißt, dass ich Torvalerin bin, warum stellst du mir so eine Frage? Du merkst, wie sie sich jetzt zunicken und Alpharan, dir rutscht auch so ein bisschen das Herz in die Hose. Ja, ist schon klar. Ich gucke halt zu Fiona rüber. Ich habe nicht Nein gesagt. Wieder so und beschränkt die Arme. Aber was hat das mit meiner Frage zu tun? Und was ist mit euch, Herr Margus? Ich bin in den Mittellanden aufgewachsen als Kind. Ich war später in Toral. Ich respektiere natürlich alle Zwölfe. War nicht die Frage. Erkennt ihr Paios als den Götterfürsten an? Ich erkenne an, dass er als Götterfürst bezeichnet wird, das ist so, ja. Was wollt ihr damit behaupten? Ist er nicht euer Gott? Wie ihr wohl wisst, beten viele Magier zumindest zu Isinde. Ich persönlich halte es auch mit Arvis. Es gibt doch nicht nur einen Gott. Arvis als der Götterfürst? Was wollt ihr damit sagen, Ketzer? Ich habe mich wohl nicht richtig verstanden. Max wird wie beide ihre. Die beide legen jetzt ihre Hände an die Schwerter und auf so ein. Ja, also die Reiter bekommen das natürlich mit und werden ebenso jetzt nicht wirklich euch angreifen, aber schon sich so bereit machen. Ihr könnt das sehen, wie sie leicht in eine Obacht gehen. Bleibt da immer noch mit den Armen verschränkt stehen. Mein Guter, ich wollte ein ganz normales Gespräch mit euch führen. Das ist etwas in eine Richtung gegangen, die ich nicht vorhergesehen hatte. Ich guck mal über die Schulter. Und eigentlich interessiert mich die Richtung auch nicht. Mir ist klar, dass ihr hier alle sehr gläubig seid. Und ich habe nie bezweifelt, dass Prios eine sehr wichtige Rolle im Leben sehr vieler Menschen spielt.
Aber wie ihr schon sagt, ich komme aus Torwall. Ich bin Seefahrerin. Wenn ich auf dem Meer bin und mir die Gischt ins Gesicht peitscht, dann mache ich mir wenig Gedanken um Preise. Und dein Schandmaul. Gibt es hier etwa Probleme? Wohin wird über euch gerichten? Ah, verstehe. Deswegen sind wir aber nicht hier. Jetzt seid ihr es. Wir sind hier, weil ihr jemanden habt, über den ihr richten sollt. Ich sage es nochmal, der Gefangene, der Chor angeblich sehr nahe steht. Auch keiner, der vielleicht unbedingt in eurem Sinne handelt, oder? Dieser Gefangene. Ado, was möchtest du tun derweil? Merkst du, wie sich Corian interessiert rüberlehnt und mit einem halben Ohr zuhört und dann irgendwann leicht rüberschlenderte, während er sich dann die Hemme so ein bisschen hochkrempelt? Ach, ich war kurz am Überlegen, ob ich hier einem der Prioten stecken soll, dass sich die Torwallerin gestern über Preios lustig gemacht hat, aber ich glaube, das lasse ich dann besser doch bleiben. Ich nick mal Corian zu. Ja, ich. Corian, komm zu mir rüber. Corian war zuerst bei dir, wollte dann eigentlich mit dir reden, hat dann aber doch lieber da hinten zugehört und sich dann entschieden, dass es dahin vielleicht doch interessanter werden könnte. Einfach stehen? Eskaliert hier gerade. Kann ich mal sagen. Sei vorsichtig, sie legen dir alles in den Mund, was du nicht gesagt hast. Ja, ich sag zu den beiden, von mir aus, das stimmt schon, dass Preios der Götterfürst ist, aber auch ein Fürst muss anerkennen, dass es noch welche neben ihm gibt. Alles, was vor ihm aber kommt. Oder unter ihm. Alles, was vor ihm aber kommt, ist egal. Selbstverständlich gibt es die 12 neben ihm. Aber er ist der Götterfürst und dies war die Frage, die ich euch stellte. Moment, eure mathematischen Kenntnisse stimmen hier nicht. Es gibt ein und dann noch weitere 11 vielleicht. Die 12 als Ganzes. Genau. Nun und dann noch die Halbgötter. Die 12 göttlichen. Gibt es nicht genug Streit und Tod und Mord hier in diesen Landen, um das jetzt hier bewusst zu provozieren mit Leuten, die hier sind, um euch zu helfen? In diesen Landen regiert der Götterfürst Preios. Dank ihm haben wir Licht gebracht. Seid ihr mal gereist ein paar Meilen? Habt ihr mal gesehen, was dort ist? Tod, Verderben, Untote, hä? Verschwindet. Da seid ihr blind. Alboin wird sich um euch kümmern, keine Sorge. Aber ihr geht jetzt hier. Von dieser Tür weg. Ja, ja, klar. Kann man es eigentlich bewegen? Ich gehe mal ein paar Schritte zurück, so in die Flanke des aufgebrachten Mobs. Kopfschüttel. Da will man helfen und wird angeboten. Für nichts. Ach, die Bauern scheinen da wohl auch sehr interessiert, euch zuzusehen. Und ja, der ein oder andere vielleicht tatsächlich dann auch mit sowas wie einer Forke in der Hand, aber sie sehen jetzt nicht wirklich fähig aus. Sicherlich sehr loyal, aber x-kundig ist was anderes. Die Reiter machen euch mehr Sorgen. Derweil drin. Alboin lächelt, deutet dann auf ein großes, bequemes, ja, es ist so eine Chaiselon, vielleicht gehört die hier gar nicht hin, aber jetzt steht sie auf alle Fälle hier und deutet dann Travigor, dass er sich setzen darf, während er vor einem Tisch stehen bleibt. Selbstverständlich, ich nehme gerne an, setze mich, hab Dank für eure Gastfreundlichkeit. Sieht tatsächlich gerade ziemlich groß aus, größer als er vielleicht eben noch war. Aber er lächelt milde und du hast nicht das Gefühl, dass du hier bedroht wirst. Also gut, ihr und eure Begleiter kommt in das Reich der Sonne, wo ich kein Übel mehr drohen mag. Was verschafft uns denn die Ehre, dass ihr euch unseren Zug anschließt? Also ich muss sagen, wir wollen uns temporär gerne anschließen. Und nun, ich bin beeindruckt, wie ihr hier die Stellung haltet. Die Götter sind wahrlich mit euch. Ein voran Preios und Bavia als gastfreundliche Mutter, muss ich sagen. Vor allem Preios. Ja, Bavia auch, muss ich sagen. Und es ist eine Ehre, dass ihr mich auserwählt habt, um zuerst mit euch zu reden. Wobei die anderen, ich denke, ich spreche für die Gruppe, wenn ich sage, wir sind hergeschickt worden, nicht nur um euer Dorf zu bewundern, ihr werdet es nicht glauben, aber wir haben auch einen anderen Auftrag vom Reichserzmarschall Leomar vom Berg. Ich habe schlechte Dinge über ihn gehört.
Es gibt viele gute Dinge, die auch wahr sind, aber es kann schon sein, dass er... Ich habe gehört, dass er das Reich verraten hat. Nein, das kann ich so nicht behaupten. Ihr habt das nicht gehört? Ich schon. Ich vernahm diese Worte und ich erkannte keine Lüge darin. Nun, dann gab es ganz bestimmt ein Missverständnis. Wollt ihr sagen, dass ich einen Menschen nicht kenne, wenn ich ihn ansehe? Nein, ich will hier, wie gesagt, keinen der Lüge bezeichnen und ich denke, niemand hat die Absicht zu lügen. Was verschlägt euch also hierher? Wollt ihr mir eine Hexe bringen? Ein Mann namens Blutfaust. Sagt das euch was? Korrekt, dieser Mann ist in der Verwahrung. Er wird hingerichtet. Nun dürfen wir uns mit ihm unterhalten, denn es geht um Verletzungen, die nicht verheilen. Wir haben ihn geknebelt. Immerhin hat er meine Wachen beschimpft und Kors blutige Rache angekündigt. Ich werde ihn nicht befrieden. Sehr gut, vortrefflich. Er ist in Gewahrsam. Wir sprechen die Worte und schicken ihn dann zu unserem Gott Praios, auf das er ihn richten mag. Ich denke, das steht euch zu. Dem werde ich nicht widersprechen, aber können wir vielleicht uns davor mit ihm unterhalten? Denn bevor er gerichtet wird, kann er vielleicht ein letztes Mal, vielleicht das einzige Mal, etwas Gutes tun. Nur wenn ihr mir verratet, warum ihr mit einem Hexer reist und einem Magus. Einem Hexer? Korrekt. Der Mann in der Begleitung eines Hundes ist ein Hexer. Wir werden ihn festnehmen und verbrennen. Auch das muss... Entschuldigt, es muss ein Missverständnis sein. Ich denke nicht, dass... Also, der Hund... Ich erkenne keine Lüge in euch. Dann seid ihr einfach nur dumm, dass ihr dies nicht erkannt habt. Nun, wie dem auch sei, dürfen wir mit diesem Mann reden, mit dieser Blutfaust. Ich bin mir sicher, das Ganze lässt sich aufklären und, Verratet mir die Schandtaten von eurem Magus und dann werde ich euch natürlich mit ihm sprechen lassen. Wolltet ihr den Magus belasten können und wir ihn ebenso verbrennen, dann werdet ihr sicherlich auch, mit Blutfaust sprechen dürfen. Der Herr Illuminatus, da muss ich auch sanft widersprechen. Weder der Herr Magus noch der, den ihr als Hexer bezeichnet, hat in meiner Anwesenheit irgendwelche Schandtaten angestellt. Sie sind verflucht von Marder. Die Torvalerin dagegen hat sich gut benommen. Torvalerin? Hat sich gut benommen? Alle haben sich vortrefflich verhalten. Wo sie denn den Herrn Praios als den Götterfürsten anerkennen, möge ihnen kein Leid geschehen. Wir sind keine Wilden. Nein, also, ich kann nur Gutes über sie erzählen. Wirklich, bin mir sicher, dass sie, wenn ihr sie näher kennenlernt, sehr umgänglich sind. Also, ich habe sie sehr zu schätzen gelernt auf der Reise. Allesamt. Nur von in höchsten Tönen über sie sprechen. Und ich bin mir sicher, nachdem wir mit dieser Blutfaust geredet haben, wir unser Dinge und lassen eure wohlbehütete Herde in euer Obhut. Dann entwaffnet eure Begleitung und schickt mir die Torwalerin hinein. Ich mag zunächst mit ihr reden, bevor ich mich um den Hexer und den Magus kümmere. Alleine? Wir haben keine Geheimnisse voreinander. Also außer, dass vielleicht der Hexer... Nun, es kam einfach nicht im Gespräch auf, dass er magiebegabt ist oder gar ein Hexer ist. Nun, sollte ich mit euch gemeinsam reden, dann auf einem offenen Platze. Und ihr versteht sicherlich, dass die Bauern leicht aufgebracht sind. So sehr Praios-gläubig, wie sie sind und wie die Sonne aus ihnen herausscheint. Es könnte sein, wenn ich alleine nur erwähne, dass es sich bei ihm um einen Magus handelt oder um eine Torweilerin, die Svafnir anbetet, dass sie zu ihren Forken greifen. Dies würde den Tod bedeuten, ohne dass Praios sie vorher richten könnte. Vielleicht muss man das nicht ganz so drastisch ausdrücken. Also Magie begabt hin oder her, dagegen spricht ja erstmal nichts.
Ich denke, es ist besser, wenn wir gemeinsam alles besprechen. Es gibt manchmal, ihr kennt die Torvala, sind manchmal ein wenig aufbrausend, wenn ihr seht. Derweil draußen. Die ersten Schwerter werden gezogen von Albuins Leibwache. Ich schmeiß jetzt mal meinen harmlose Gestalt an. Ich lass mir Zeit. Gut, lass dir Zeit. Ist das eine Herausforderung? Vor den ganzen Preiotagen. Das ist keine Herausforderung. Ihr Schwert auch. Lass das Schwert sofort fallen oder ihr seid des Todes. Ihr lasst es zuerst fallen. Dies ist keine Bitte, sondern ein Befehl. Letzte Woche. Können wir das alle mal wieder beruhigen? Ich sagte gerade schon, es gibt genug Tod da draußen, ja? Auf wir die sind Knie. Hier, um was zu klären. Auf die. Das müsst ihr schon aus mir rausprügeln. Referan, möchtest du das Ganze noch deeskalieren? Wer sagt denn das? Sagt das eine Wache oder einer von denen, der anrückt? Das sagt vor allem die ja, Paladinen, die Leibwächterin, die hier vorne steht. Ich habe extra so hoch überreden jetzt, weil ich letztes Mal schon Leute bequatscht habe. Kann ich das nicht machen? Ich glaube, ja, man die ganze Zeit auf sie ein. Nochmal so ein Stück hin. Na gut, wir sind ja im Auftrag des Reichserzmarschalls hier. Und da wäre es vielleicht gut, wenn wir erstmal angehört werden, bevor irgendwas passiert. Sagt eurem Geweihten oder diesem Akoluten, dass er sein Schwert niederlegt. Ja, ich guck mich aber um. Ich glaube, es ist jetzt gut so. Vielleicht legen wir alle mal die Waffen wieder nieder. Sie sollen es zuerst niederlegen. Na, ich gehe mal zu ihm hin jetzt. Ich glaube, es ist gut. Woher weiß ich, dass in dem Moment, in dem ich mein Schwert niederlege, nicht ihre Schwerter nach vorne schnellen? Die Praios, ein bisschen lauter sage ich, die Praios ehren, werden auch ihr Wort halten. Wir sind rechtschaffende Menschen und kein Abschaum, wie ihr. Warum sind wir Abschaum? Er deutet damit vor allem auf Corian. Ja, ist mir egal, hätt ihr gesagt. So eine Zornesader bildet sich an einem Kopf. Man hat fast Angst, sie könnte gleich platzen. Ja, du spürst doch hinter dir mindestens 3 Gestalten. Ich hab mich die ganze Zeit nur mit euch unterhalten. Was ist denn euer Problem, verdammt nochmal? Man darf mal gerade noch eine Selbstbeherrschungsprobe würfeln. Du kannst die letzte Selbstbeherrschungsprobe machen und wenn du dein Schwert nicht fallen lässt, geht's in die Initiative. Okay, reicht das? Wenn du einen Schicksalspunkt ausgibst, mit dem Crit deiner Streitsucht. Nimm den Schicksalspunkt halt, ich will den Abend noch mitspielen. Oh, dann würfel nochmal die Probe. Ja. Kannst du auch nur Mut? Und ja, doch, würfel die ganze Probe neu. Wie, soll ich jetzt die Streitsucht neu würfeln? Oder die ganze Selbstbeherrschungsprobe. Du hast die Streitsucht doch als Erschwernis, oder nicht? Ja, genau.